Jesus. Ja, servus miteinander und willkommen zurück bei Neues vom Klargartendommer. Heute kommt endlich einmal das versprochene Video von der Innenansicht mit dem IHC. Der Reili sitzt schon oben und wartet schon. Heute verfahre ich dann einmal meinen Mist. Und solange die Saugnapfhalterung hier hält, sollten die Aufnahmen doch schön werden. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und wir sehen uns am Schluss dann noch einmal. So, auf geht's. Erstmal vorglühen. In dem Fall wird bloß die Ansaugluft oben dann quasi vorgewärmt. Die hat keine richtigen Glühkerzen in dem Sinne. Heute ohne Panne. Wenn man ein Planierschild braucht, ist da alles zu verkaufen. Der neue Weg.
gerade dazu. Rutscht weg. Damit es mit dem Bulldog nicht abpassiert, genau aus dem Grund das Allrad. So, nachdem wir das auf dem letzten Video auch nicht so schön gesehen hat, wie das eigentlich funktioniert. Also das ist eine Lore. Das ist eine ehemalige Feldbahnlore. Da hat der Großvater vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, einmal umgebaut, hat ein Deichsel von der Nordbahn, eine Axt drunter gesteckt und ein paar Räder drauf. So sieht das Ding aus. Ich nutze die immer, um meinen ganzen Mist zu verfahren. Der Vorteil von dem Ding ist ganz einfach, ich haue alles drauf, ich brauche keine Schubkarren, eine Misthaufe ist ein bisschen weiter hinten. Zum Ausleeren geht auch wunderbar. Der Hebel, der hier zu sehen ist, wird bei der einfach bloß gezogen. Dann kippt die von ganz alleine nach hinten und es ist ausgeleert. Das ist ein ganz einfaches Patent. Ich nutze die schon, solange ich denken kann, solange ich Bulldog fahren kann, habe ich mit dem Ding hier schon gearbeitet. Den Rasenschnitt runterfahren, den Mist runterfahren, Biomüll, was halt angefallen ist, alles. Ich sag mal, ich fahr mein ganz Leben lang eigentlich schon da damit. Manöver ist nicht ganz so einfach. Die IHC ist ein größer wie der Kramer, mit dem Kramer kommt man da ein wenig schöner rein.
Platzangebot ist hier eher gering. Aber ich weiß, wie ich fahren muss, dass ich sie reinkriege. Das schon. Aber nachdem das Ganze so kurz war und mit Sicherheit auch den Vierzylinder-Sound von IHC hier hören wollen, von dem 745 und den Turbo vielleicht auch noch, und der jetzt ein bisschen vorgewärmt ist, naja, einfach mal ein kleiner Spritz hier machen.
das war die Innenaufnahme vom 745 XL, auf die eventuell schon ein paar Leute gewartet haben. Wie gesagt, hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Ich kann noch eine Außenaufnahme machen. Schauen wir mal. Ja, Temperatur hat er gut, ja. Und war nicht zu langweilig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, würde mich freuen. Und ansonsten, wir sehen uns demnächst wieder. Ein Video weiteres wird auf alle Fälle folgen. Wir machen auch mal einen Hofrundgang, dass ihr mal gesehen habt, was bei uns überhaupt so zu sehen gibt. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erst einmal alles Gute. Bis demnächst. Servus.